Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz Extremalaufgabe, Büchse optimieren. Es geht da um einen Klassiker in diesem Gebiet. Wenn man ein gegebenes Volumen V mit möglichst kleiner Oberfläche verpacken will und die Form ist aber vorgegeben, hier wollen wir eine Büchsenform haben. Ja, es geht also darum, die Oberfläche zu minimieren, da ich eben möglichst wenig Verpackungsmaterial brauchen möchte. Und die Abmessungen der Büchse, sowohl das Volumen als auch die Oberfläche, kann ich mit eigentlich diesen zwei Größen hier definieren, nämlich den Radius des Kreises und die Höhe der Büchse. Nun, wie sieht die Oberfläche aus, also wie setze ich die zusammen aus R und H? Ich muss ja die Oberfläche als Funktion kennen, damit ich dann diese Funktion das Minimum finden kann. Gut, wir haben also für die Oberfläche, wenn wir Boden und Deckel nehmen, haben wir zweimal die Fläche eines Kreises, Pi R Quadrat, für Boden und Deckel, und dann kommt noch der Mantel dazu, die Ummantelung. Dazu nehme ich einfach den Kreisumfang und dann mal die Höhe, ziehe quasi diesen Kreisumfang, die ganze Höhe hoch. Kreisumfang ist Durchmesser mal Pi, also 2πr, und dann noch mal die Höhe. Gut, die Funktion jetzt hängt noch von R und H ab, wollen dann eigentlich nur Abhängigkeit von nur einer Variable, das werden wir aber hinkriegen, weil wir haben ja noch eine Bedingung, eine Nebenbedingung eigentlich, nämlich die für das Volumen. Das erlaubt uns dann, eine Variable in der Oberflächenformel zu eliminieren. Das Volumen, also dann wird die Kreisscheibe die Höhe raufgezogen, also das wird Pi r Quadrat h sein. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, zum Beispiel 1 Liter, dann hätte ich für das Volumen, könnte ich das Volumen gleich 1 setzen, also 1 Liter setzen oder 1 Kubikdezimeter. Ich setze hier aber mal V offen, kann dann ein beliebiges Volumen wählen, das man dann haben möchte. Nun, ich löse also noch eine der Variablen auf in dieser Volumenformel. Da kann man H oder R wählen. Ich wähle H, weil das gerade schon einfach ist, muss ich einfach durch diesen Vorfaktor teilen. Ich kriege also H ist V durch Pi R Quadrat. Gut, wenn ich das in der Oberflächenformel einsetze, dann hängt die Oberfläche dann nur noch von R und von V, aber wir gehen davon aus, dass dieser Parameter dann gegeben ist, nur noch von der Variablen R ab, und dann kann ich nach dieser Variablen optimieren. Also 2 Pi R Quadrat plus 2 Pi R mal das H, und das H kann ich eben in dieser Form hier schreiben. Kann man auch etwas vereinfachen. Ich habe hier mal Pi und durch Pi kürze ich weg und dann auch mal R durch R Quadrat, bleibt noch ein R im Nenner stehen. Das heißt, das kompakter geschrieben habe ich dann das da, die 2 Pi R Quadrat und dann plus 2 V durch R. Und da wir ja dann, um das Extremum zu finden, auch ableiten müssen, schreibe ich das hier, mache ich es da parat für die Ableitung. Ich würde hier dieses 2V durchschreiben als 2V mal R hoch minus 1, um dann die Ableitungsregeln anzuwenden. Voilà, also Extrema finden oder Extremum finden. Dazu die Oberfläche ableiten. Und gleich 0 setzen, oder bei der Oberflächenfunktion habe ich so hier einen lokal kleinen Wert. Dort habe ich eine Horizontaltangente, heißt eben die erste Ableitung muss dort 0 sein. Also wenn ich das mache, hier 2 Pi R Quadrat abgeleitet, gibt 4 Pi R, 2 kommt runter, oben minus 1 gerechnet, und dann hier das abgeleitet, diesen Summanden, minus 1 kommt nach vorne, gibt minus 2V, und ich rechne minus 1 im Exponenten, gibt mal R hoch minus 2. Voilà, damit ist das bereits passiert und jetzt eben gleich 0 gesetzt
um den Extremwert zu finden. Jetzt, um das nach R aufzulösen, schreibe ich es wieder um. Also das R hoch minus 2 bedeutet ja 1 durch R im Quadrat. Sieht also so aus und jetzt löse ich das nach R auf. Ich würde da vielleicht zuerst die 2v über R Quadrat auf die andere Seite nehmen und dann mit R Quadrat multiplizieren. Und schließlich noch durch 4pi teilen, dann habe ich nur noch R hoch 3. Die 2 kann ich mit der 4 noch kürzen, bleibt also v über 2pi übrig. Und jetzt die dritte Wurzel nehmen, dritte Wurzel ziehen. Und damit habe ich dieses optimalen R-Wert. Und jetzt kann ich also quasi ihr nachgegebenen Volumen kann ich einfach da in die Formel einsetzen und ich kriege den Radius dafür, dass eben die Oberfläche minimal wird. Vielleicht noch, könnte man noch ausrechnen, wie viel dann H ist, also die Höhe, wie viel die dann beträgt. H haben wir ja bestimmt als 2V, was hat das, als V durch Pi R Quadrat, V durch Pi R Quadrat, so. Und jetzt kann ich hier dieses R einsetzen, also kriege ich V durch Pi mal diese dritte Wurzel im Quadrat. Also hoch 2 Drittel, wenn man so möchte. Und ja, vielleicht das noch ein bisschen vereinfachen. Ich habe da einmal V vom Zähler und 2 Drittel V im Nenner. Wenn ich das verrechne, kriege ich noch V hoch ein Drittel im Zähler. Dann das Pi kann ich auch verrechnen, da ein Ganzes durch 2 Drittel Pi, bleibt mir auch noch Pi hoch ein Drittel übrig von dieser Rechnung. Und dann habe ich noch quasi das 1 durch 2 hoch 2 Drittel, oder schreiben wir so ein Zweitel hoch 2 Drittel, ich schreibe es mal so, dass hier übrig bleibt. Also ich könnte das etwas kompakter noch schreiben. Hier, das ist überall die dritte Wurzel, oder? Ich habe da die dritte Wurzel aus V durch, und Pi von Pi ist auch die dritte Wurzel genommen. Und dann vom Zweitel auch die dritte Wurzel, aber dieser wird noch hoch 2 gerechnet. Das bedeutet also, ich habe eigentlich ein Viertel im Nenner, oder ich sagen kann den, mal den Kehrwert rechnen, habe ich 4 im Zähler. Also das muss so aussehen. Voilà. Gut. Könnte man, ja, wenn man möchte, könnte man das noch vergleichen mit dem R. Ja, vielleicht ins Verhältnis setzen. Also was noch illustrativ, R zu H. Wie viel ist das? Was ist das Verhältnis von Höhe zu Radius? Oder umgekehrt jetzt hier. Also R, wenn wir das formulieren, haben wir das da. 2pi. Und hier für H haben wir auch die dritte Wurzel. 4v durch Pi. Das heißt, ich kann die Wurzel aus beiden separat nehmen. Und ich schreibe es da mal ausführlich hin, quasi statt die Division mit dem Kehrwert multiplizieren und dann, pardon, dritte Wurzel, komme ich aufs Verhältnis. V kürzt sich weg, Pi kürzt sich weg, dritte Wurzel aus einem Achtel, das ist gerade ein Zweitel. Das heißt, die Höhe ist also doppelt so groß wie der Radius, wenn man optimale Abmessungen hat. Das heißt, das H würde man erhalten, wenn man zweimal den Radius hat. Und man kann sagen, hier der Durchmesser wird gerade der Höhe entsprechen, wenn ich optimale Abmessungen will bei gegebenem Volumen V. Voilà, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.